Teach me how to shuffle. So, da sind wir wieder. Hey, wie läuft's? Schön, dass du wieder dabei bist. Denn hier gibt's jetzt eine neue Folge von Hero Brian's Mansion. Herzlich willkommen zurück. Ja. Irgendwie habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt mit den Kämpfen. Ich habe mir das generell irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Hier glitschen manchmal irgendwelche Viecher rum, man sammelt keine Enderperlen ein. Und die Kämpfe sind ein bisschen schwierig, aber wenn man es dann raus hat, geht's. Naja, okay. Also ich muss dazu sagen, die Map ist wirklich geil. Also vom Aufbau jetzt. Also wer das hier gebaut hat, wirklich richtig cool. Auch generell die Idee finde ich ziemlich cool. Mit den verschiedenen Bossgegnern und so weiter. Das ist auf jeden Fall richtig nice gemacht. Allerdings, manchmal ist es doch so ein bisschen komisch, das Ganze durchzuspielen. Vielleicht ist es auch, weil ich mich ein bisschen doof anstelle, aber naja. So, wir waren... Ne, da oben waren wir noch nicht. Ich wollte jetzt schon da hochgehen, aber hier geht es ja auch noch hoch. Was ist hier los? Oh nö, oh nö. Ach komm, willst du mich denn rollen? Oh, die Viecher sind so dermaßen nervig. Und vor allem ist es langweilig, man muss immer wieder zurücklaufen. Da passiert nichts, ey. Ich will lieber... Hier bin ich. Hallo! Kommen Sie her. Aber manchmal hat er noch irgendwie... Oh, Alter. Sag mal, der hat irgendwie ein paar Wegprobleme, oder? Du brauchst ein Navi. Du brauchst ein TomTom-Navi. Oh, Alter. Komm, du nervst, Junge. Oder man tanzt um ihn drumherum. Aber das kann ich nicht lange aushalten, weil irgendwann ist mein Mauspad mal zu Ende. Oder ich, warte, ich gehe mal ganz an den Rand. So. Und jetzt? Nee. Ja, oder so, so, so. Nee, das geht nicht, das geht nicht. Das Problem ist, ich will dann manchmal immer noch so ein bisschen näher gehen, weil es ist sonst so langweilig, wenn man immer wieder zurückläuft. Das könnt ihr ja bestimmt nachvollziehen, ne? Auch bei euch ist das nicht wirklich spannend. Oh. Ich muss aufpassen. Oh, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Ich habe nicht allzu viel Leben. Warte, jetzt gehen wir mal rückwärts. So, kommen Sie mit, kommen Sie mit. Wo ging es denn hier raus? So? Nicht in die Lava laufen. Scheiße. Oh, der wollte mich bespringen, der Junge. So, jetzt sind wir hier weiter in unserer Duellier-Area. Oh. Aber das dürfte ein Zombie-Pigman sein, oder? Okay, der hat wieder coole Sachen gedroppt, wie zum Beispiel eine Hose. Dann behalte ich die. Genau. So, weiter geht's. Ich habe jetzt das letzte Mal einen Haufen Steaks gekauft. Das heißt, wir kommen wieder ein bisschen über die Runden. Okay, bitte, jetzt muss nicht an der nächsten Ecke schon wieder so ein Viech sein. Aha, okay. Okay. Es gewittert. Oh, hier ist ein cooler Ausblick. Genießen wir mal den Ausblick. Herrlich. Das ist auch so eine Art... Ja, wie soll man das nennen? So eine Welt, die, glaube ich, auch extra nur dafür entworfen wurde. Also ich glaube, man, das ist jetzt hier nicht in irgendeiner Welt zusammengerichtet, sondern das ist wirklich, ja, von null angefangen und dann hier so eine Art Kuhle gebildet. Denn ich denke mal, wir kommen auch nicht über diese Begrenzung dort hinaus. Wow. Und... Hey, da hat es gerade gebrannt, aber ist auch wieder weg. Hm. Also es ist wirklich schon... Ach hier, der Glowstone Man. Das ist der interne Spitzname, der Glowstone Man. So, hier geht's hoch, okay. Hallo? Was ist hier? Oh. Hallo? Leitest du den Laden? Da ist noch einer. Ich muss aufpassen, so. Der sieht irgendwie aus wie einer von den Transformers. Ich weiß nicht, irgendwie wie ist der eine da? Optimus Prime oder so? So sieht er aus. Hat auch so, ja, bläuliche Sachen an. Was ist denn das? Ist das Eisen? Eisenbarren, lol. Wer droppt den Eisenbarren? Schwere Jungs sind da, schwere Jungs. Was ist hier? Okay. Hm. Also hier sind wir jetzt auch irgendwo gelandet. Hallo? Oh, hier geht's auch rein. Cool. Türe zu. Oh.
Nein! Das ist nicht so ein Viech. Scheiße. Obwohl, hier ist eine Treppe, das ist gut. Da kann man ihn auf der anderen Seite halten. Das ist gut. Das ist gut, okay. So macht das Kämpfen dann doch Spaß. Weil hier kann man den dann sich ein bisschen auf Distanz halten, weil der muss dann erstmal die Treppe hochgehen. Das braucht Zeit und damit kommt er nicht an uns ran. Das ist cool. Na gut. Ach, ich habe ihn schon übelst erschrocken. Ich dachte, hier ist ein kleiner Balkon und dann so ein Viech da auch noch. Ja. Dann stehen wir jetzt hier und kloppen die ganze Zeit drauf rum. Ich kriege hier so langsam einen Krampf in den Fingern. Nicht hochklettern. Du bleibst schön hier. So, alles klar. Danke schön. Hat er jetzt auch ein... Hat mal wieder super Rüstung gedroppt. Und auch die Schuhe sind nicht wirklich viel wert. Na gut, gib wenigstens dein Zombie-Fleisch her. Was ist denn hier? Ach, cool. Guck mal. Boah, willst du mich rollen? Alter, das ist ja schon fast fertig hier. Aber zumindest ein Potion-Trank. Trank, oh, ich... spreche halt so gut Englisch. Ach, da fällt mir doch Folgendes ein. Wieso habe ich keine Tränke gekauft? Ich Dovi. Wieso habe ich keine Tränke gekauft? Von unseren Fritzen. Ich würde sagen, dann, hole ich gleich mal noch nach. Ja, das hole ich auf... Na, Sido. Du treibst dich aber auch überall rum. Komm, bist du bald mal tot? Nanu, Nanu, komm. Na, komm. Okay, ist gut. Ja, ja. Alter, wie lange lebt er denn? Ich habe hier so ein tolles Diamantschwert. Jetzt geht drauf. Oh nee, die müssen... Ach, komm, leck mich hier. Ich gehe jetzt einfach runter und hole mal noch ein paar Tränke. Weil ich weiß ja nicht, was wir jetzt hier für ein Viech demnächst haben. Und ja... Das habe ich dann das letzte Mal vergessen. Stimmt, stimmt. Aber ich glaube mal, was bringt eigentlich diese, ja, wie heißt sie? Diese Ender-Chest-Truhe, wenn wir hier keine zweite Ender-Chest-Truhe mal irgendwo finden. Da hätten sie auch eine ganz normale Truhe hinschmeißen, können. Was ja letztendlich auch da ist. Da ist ja auch noch eine Doppeltruhe drin. Aber wenn ich die ganze Zeit immer dahin rennen muss, macht das ja wenig Sinn. Gut, oh, ich muss hier wieder was essen. Ich renne immer so viel. Das verbraucht so viel Energie. Ich weiß gar nicht, was wollten die denn für zwei, was war das? Zwei Potion? Tränke? Tränke. Oh, ich muss mal alles auf Englisch aussagen. Tränke. Na, was habt ihr für Tränke im Angebot? Wurftrank der Heilung, Trank der Regeneration. 11. Och nö. Na gut, okay, nehmen wir 4. Ist ja scheiße. Hä? Ich hatte 2, hab dann nochmal 2. Kann einen drauf stapeln. Den 4. krieg ich nicht drauf. Aha. Ja, okay. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Hier, was können wir noch reintun? Die Hosen, die Eisenhosen, die sowieso schon so ein bisschen verbraucht sind, weil wir haben letztendlich hier eine Diamant... na, wo ist sie? Hier haben wir eine vollständige Diamanthose. Das heißt, auch die kann ich mal reintun. Auch die kann ich mal reintun. Jetzt habe ich hier eine vollständige Eisenhose. Die habe ich noch. Und die habe ich auch noch. Und eine habe ich sowieso noch an. Okay. Ich glaube, das reicht. Ja, ich weiß, du willst uns Sachen andrehen. Was habe ich denn mal nicht? Schuhe. Und Schuhe habe ich generell nicht. Die sind alle ziemlich dürftig. Das heißt, ich kann ja eigentlich bei dir mal ein paar Schuhe kaufen. So. Genau. Der will nur 3 dafür. Das ist sogar richtig gut. So, okay. Dann packen wir die mal rein. So, hier haben wir noch 2. 3 Paar sogar. Okay. Das heißt, ja, die kann ich ja dann noch zum Notfall mitnehmen. So, und Tränke habe ich jetzt 1, 2, 3. Trank der Stärke. Mhm. Und irgendwo hatte ich noch so einen komischen Trank. Welcher war denn das? Den hebe ich mir für den Schluss auf hier, für Herobrine. Hier habe ich die, die ich jetzt noch kaputt schlagen werde. 13 bis 16? 9 bis 13. Oh Mann, das sollte ich mir eher aufheben. Das scheint das Beste zu sein. Demonic Set, Angelic Set, okay. Ja, was auch immer, dann packe ich mir das halt runter. Hm, will ich aber eigentlich auch nicht machen. Ich kann eigentlich auch hier dieses Eisendings mal kaputt schlagen. Weil das hat auch nicht wirklich mehr, guck mal. 8 bis 13 und, ja, 8 bis 12 und 9 bis 13. Dann packe ich mal das noch mit. Ah, ne, da unten ist ja auch noch eins. Genau das gleiche.
Ja. Mehr sehe ich hier auf den ersten Blick auch nicht. Ein Helm. Stimmt, einen Helm könnten wir uns noch kaufen. Ein Helm wäre bestimmt nicht schlecht. So. Okay. Aber wir haben jetzt bloß noch den Helm. Und den behalten wir mal jetzt noch off. Und dann haben wir auch noch einen guten Helm. So. Ja. Okay. Dann gehen wir wieder hoch. Okay, ich wollte das bloß kurz erledigen. Nicht, dass wir dann irgendwie davor stehen und uns dann fragen, hä, warum habe ich hier keine Regenerationstränke im Inventar? Das wäre dann, glaube ich, nicht so praktisch gewesen. Boah, die sieht so geil aus, ohne Witz. Sowas muss ich auch noch bauen. Aber ich würde gerne mal wissen, wann ich damit fertig wäre. Allein diese ganze Architektur. Da muss ein Ted Mosby dran gesessen haben, um sowas zu realisieren. Unglaublich. Ja, hier ging es ja auch noch hoch. Warte mal. Da geht's hoch und hier geht's auch hoch. Das heißt, generell landen wir wahrscheinlich irgendwo beim gleichen Stockwerk. Wenn ich das jetzt mal so salopp vermuten dürfte. Hallo. Kommen Sie her. Immer einer nach dem anderen. So machen wir uns keinen Stress. Da bleibe ich auch gesund. Und bleibe auch gleichzeitig fit. Oh, pff. Alles klar, okay. Das war jetzt eine doofe Idee. Oder natürlich so, alle in der Schlange aufstellen. Das ist natürlich auch okay. Dagegen habe ich auch nichts. Alle hintereinander. Einer nach dem anderen. Jeder kommt dran. Ja, schießt euch gegenseitig ab. Hä? Oh ja, jetzt ist er tot. Jetzt bist du tot. So schließt sich der Kreis, okay. Ah, okay, das sind keine Bogenschützen. Sido kommt auch mal wieder angeschossen. Hä? Bäh. Lauter Sidus hier. So. Und du bist... Na komm, tot. Echt klar. So, hier haben wir jetzt wieder ein Diamantschwert. Das ist sogar noch ein Ticken besser. Als das. Okay. Dann behalten wir das jetzt einfach. So, okay. So, der Helm. Wie sieht denn der aus? Ein bisschen besser als der, dann packe ich den mal raus. Na komm, oh Mensch, wieso kann man den nicht wechseln? So, raus damit. Okay. So, das blöde Eisenschwert brauche ich nicht. Kann das sein? Ja, von da bin ich, glaube ich, gekommen. Genau, von da unten und jetzt sind wir wieder hier. Okay, dann sind wir jetzt einmal drumrum gerannt. Oh. Bogenschützen immer zuerst. Frauen, Kinder und Bogenschützen immer zuerst, weil die sind fies und unfair. Obwohl, ich habe ja eigentlich auch einen Bogen, aber ich benutze den irgendwie nie, ich weiß nicht. Ich habe immer keine Lust auf Schießen, weil da muss man erst so ewig anvisieren. Und da muss man erst warten, bis der durchgespannt hat und ja. So. Hallo, komm hier, mein Kleiner. Wieder ein Sido. Der kam jetzt aber irgendwo sonst her. Das habe ich noch nie gesehen hier. Da muss man immer Achtung. Muss man immer Achtung haben hier. Immer gucken, wo ihr wer kommen könnt. Das ist das Wichtigste. Das ist das A und O. Genau. Hier so eine kleinen Viecher. Sind auch übelst nervig. Hier ist eine Strinne. Das ist ja cool. Ich habe das Licht ausgemacht. Unglaublich. Ist das hier ein Bett? Cool. Ah, das ist also ein Schlafzimmer in der, Hinsicht. Mhm. Und hier ist auch nichts drin. Cool. Hier haben wir 6 Workbenches, die wir alle nicht brauchen. Hier ist noch eine Kiste. Da ist auch nichts drin. Und hier ist eine Workbench. Alles klar. Hier haben wir noch Bücher. Hm. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was hier noch... Ja. Hm. Ja, ich bin immer so ein bisschen sprachlos, wenn ihr solche... Viecher durch den Boden glitschen? Hallo? Habe ich doch gleich gesehen hier. Da geht's hoch. Hm? Rennt zu mir, rennt hoch, springt runter und will dann nochmal mit mir kämpfen. Oh, nicht schlecht. Das ist ein sehr merkwürdiges Verhalten. Oh nö! Du bleibst da. Gibt's da irgendwas Interessantes? Muss ich dich angreifen? Hab nämlich keinen Bock. Ohne Witz, ich habe echt keinen Bock. Hier kann ich ja nicht runterbuddeln. Gibt's da was Cooles? Och Mann.
Nicht, dass es da totalen coolen Stuff gibt. Zeig mal, oh, mach mal einen Weg frei, oder? Ach ja, so kann man es natürlich auch machen. Und du bist natürlich zu doof, hier durchzuschlagen, natürlich. Okay. Das ist ja doof, das dauert ja wieder ewig. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich aus Versehen die Tür aufmache. Und dann gucke ich den doof aus der Wäsche. Mal herkommen und herkommen. Boah, jetzt bleibt er auch noch da still, willst du mich verarschen? Habe ich dich verarscht, ne? Oh, jetzt ist er abgetaucht. Und schon wieder ist er abgetaucht. Also diese Glitches finde ich irgendwie scheiße. Hallo. Kann man eigentlich mit links noch Türen öffnen? Ich weiß ja nicht, was sich hier so in dem ganzen Update verändert hat. Da sind ja viele Änderungen dazugekommen. Ich glaube, manche Sachen kann man auch nicht mehr mit links machen. Also die Knöpfe drücken oder sowas. Kann sein, dass ich mich da jetzt auch wieder irre. Ich weiß es nicht so genau. Kann man kurz testen? Nee, links geht nicht. Okay. Ich habe mir allerdings auch angewöhnt, immer Türen mit links zu öffnen, weil sonst schlägt man die immer so ein bisschen kaputt. Das fand ich dann mit der Zeit irgendwie so ein bisschen doof. Okay, aber das ist cool. Ja, ihr seid hier dabei. Der spannendste Kampf überhaupt. Wir kämpfen hier durch ein Loch. Der Gegner selbst kann sich nicht wehren. Und das ist natürlich immer das Geilste daran. Deswegen guckt man erst den Kämpfen zu, weil sie total unfair sind. Und dementsprechend auch so actionreich und spannend. Ich weiß. Aber was will man machen, ne? Ich zocke hier bloß das, was mir vorgesetzt wird. Oh, ist ja bald mal fertig. Ich wollte nur was anderes machen. Ich kann hier nebenbei noch ein Buch lesen. Ich lasse jetzt hier meinen Finger so drauf und ich fange jetzt schon mal irgendein Buch an. Und wenn ich hier dann fertig bin, habe ich schon zwei Kapitel durchgelesen. Och Mann, ey, komm. Also wer jetzt noch dabei ist, Hochachtung. Wer sich das hier noch anguckt, weil letztendlich wird auch nicht viel mehr passieren in der Folge. Wir sind nämlich jetzt schon bei 17 Minuten. Ich wollte eigentlich 15 Minuten machen, wie regulär, aber ja. Das wird mir natürlich nicht erlaubt. Jetzt kann man mal gucken hier. Ist da was? Da ist doch gar nichts. Da ist doch gar nichts. Aber jetzt aufzuhören ist auch sinnlos. Jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig, hoffe ich mal. Oh, Mann, oh. Oh, wir haben es geschafft. Unglaublich. Spannend. Und hier ist nichts. Willst du mich verarschen? Och, Mann, oh. Die haben mich doch hier alle verarscht, ey. Na gut. Okay, dann sind wir jetzt schon wieder bei einer weiteren Folge durch. Und ja, das nächste Mal geht's dann weiter. Ich denke mal auch mit Bossgegnern. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part von Herobrine's Mansion. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.